Die Polizeibeamten der Wache beschäftigt jetzt die Suche nach einem erst 2 Wochen alten Säugling. Wo ist denn nur Matteo? Alina, sie werden dir helfen. Die Polizei wird Matteo finden. Dass er weg ist. Glaub's mir. Die werden es schon finden. Ich will einfach wieder zu Matteo. Du, Ecki, das Verfahren Wolf, das hier bei der Staatsanwaltschaft ist, was hast du dazu? Da hätte man auch mehr machen können, ja, oder? Ja, im Nachhinein ja. Durchsuchung wäre das Mindeste gewesen. Beschluss hätten wir in jedem Fall gehabt. Oh, schau mal. Hallo. Hallo. Entschuldigung, guten Tag. Guten Tag. Kannst du uns helfen? Ja, Grünberg ist mein Name. Hallo. Meine Tochter. Was ist passiert? Mein Enkelsohn Matteo hat zum Hiesinger Park quasi spazieren mit ihm und hat den Kinderwagen nur kurz abgestellt. Und dann haben sie ihn weggenommen. Moment, Sohn, wie alt ist er? 2 Wochen. 2 Wochen? Ja, im Kinderwagen oder wo war er? Ja, mit dem Kinderwagen zusammen. Echte Polizisten im Einsatz. Die Ruhrportwache. Am helllichen Tag, 2 Wochen altes Säugling. Ja, haben Sie ein Foto oder so? Ja, natürlich. Ja. Vor einer halben Stunde. Und wie sah der Kinderwagen aus? Vor einer halben Stunde. Der Kinderwagen, der ist beige-schwarz. Beige-schwarz, genau. Hat auch so eine Wickeltasche dran, so eine gestreifte, ein bisschen mit blau gestreift mit Türkis. Die Kripo-Beamten leiten eine Fahndung nach dem Neugeborenen ein. Jeder Anhaltspunkt ist für Kriminalhauptkommissar Eckhard Greitner und Kriminaloberkommissarin Lara Grünberg wichtig. Genau, Kollege ist schon da. Alles raus. Können wir gemeinsam zuhören? Dann erzählen Sie doch mal, was heute passiert. Ja, in aller Ruhe, dass wir es auch wirklich detailliert kriegen. Okay. Also ich war mit meinem Sohn im Park spazieren und als ich hinterm Gebüsch auf Toilette gegangen bin und wiedergekommen bin, war der Kinderwagen weg. Mhm. Aha. Einfach waren Sie weg? Einfach weg, ja. Einfach weg. Haben Sie jemanden gesehen? Nein, ich war alleine. Ach so, doch. Mein Ex-Freund war da. Wann? Mein Ex-Freund war vor der Arbeit, war mein Ex-Freund da. Moment doch mal, Alina. Ex-Freund? Wieso denn Ex-Freund? Ich dachte, ihr habt euch nur kurz eine Auszeit genommen für ein paar Tage. Du hast niemals gesagt, dass ihr nicht als Familie mehr zusammen sein wollt. Seit Matteo da ist, streiten wir uns nur noch. Worum geht's denn in diesem Streit? Alina, ich hab dir immer meine Hilfe angeboten. Ich dachte, ihr schafft es als kleine Familie jetzt. Ich bin völlig sprachlos gerade. Vor 3 Tagen, da habe ich ihn rausgeschmissen, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ich war einfach am Ende. Er war immer mit seinen Kumpels immer beim Saufen und hier unterwegs und ich habe mich völlig allein gefühlt. Und dann haben sie ihn rausgeschmissen. Dann habe ich ihn rausgeschmissen. Er hat mir heute Morgen eine SMS geschrieben, dass er sich im Park treffen will und noch mal drüber sprechen möchte. Aha. Und dann haben wir uns halt im Park getroffen und ist halt wieder nach hinten losgegangen und dann ist er eben total wütend gewesen und weil ich ihm halt gesagt habe, dass ich dafür sorgen werde, dass er sein Kind nie wieder sieht und er sich aus dem Leben von mir und dem Kind raushalten soll. Das ist natürlich harter Tobak, ne? Ja. Ich meine, das könnte aber jetzt auch so sein, dass er sich da irgendwie zurückgestoßen gefühlt hat und dass er den kleinen Matteo entführt hat. Ja. Muss doch mal ganz klar jetzt so sagen, wenn sie so einen Streit heute noch hatten. Das wäre auch naheliegend irgendwo, ne? Absolut, ja. Trau ich dem Lennart nicht zu. Nein, das macht er nicht, Alina. Ja, wobei vor einer Woche hatte ich ihn ja auch schon mal mitgenommen. Wie? Was? Ja, da hatten wir auch wieder einen Streit und dann hat er ihn mitgenommen. Und, ist er zurückgekommen? Ja, ja, so nach 2 Stunden kam er dann wieder zurück. Für die Kommissare ist die Textnachricht eine klare Drohung. Sie ermitteln, dass das junge Paar seit 1,5 Jahren zusammen ist. Die Schwangerschaft war zwar nicht geplant, der Vater hängt nun aber sehr an seinem Kind. Die Polizisten ordern den 19-Jährigen auf die Wache. Das ist eine seltsame Situation. Hi. Oh, prima. Super. Prima. Sie warten? Okay. Kannst du dich übernehmen? Danke dir. So, Sie wissen, warum Sie hier sind? Ich habe keine Ahnung. Haben die Kollegen Ihnen nicht gesagt, warum wir Sie hierher bestellt haben? Nein, ich weiß wohl nichts. Herr Wilber, es geht um Ihren kleinen Sohn, den Matteo. Wie? Der ist doch bei der Alina. Nee, ist er eben nicht. Und wir haben den Verdacht, dass Sie uns dazu ein bisschen was Näheres erklären können. Wo ist der Junge? Wo ist der Junge? Der ist bei der Alina. Da ist er eben nicht. Ich habe keine Ahnung. Ist er eben nicht. Und wir haben bislang Aussagen dahingehend, dass der Verdacht besteht, dass Sie sich das klar haben. Was? Ich? Ja, Sie. Das kann doch nicht sein. Langsam. Sie setzen sich hin. Warum rasten Sie jetzt so aus? Ja, ich entführe doch nicht meinen Sohn. Aber das können Sie normal sagen. Sie müssen jetzt hier nicht ausrasten. Was haben Sie denn heute Morgen gemacht? Erzählen Sie mal. Ich habe mich mit der Alina getroffen im Park und dann war der Matteo auch noch da. Weswegen haben Sie sich denn getroffen? Ja,
Ja, Alina und ich, wir hatten Streit und ich wollte wieder bei ihr einziehen und mich mit ihr vertragen und ich wollte wieder zu dem Kleinen und ihr. Aber die Alina, die geht für jede Scheiße an die Decke, also... Ja, aber da war doch schon mal was. Ja, vor ein paar Tagen, da hatte ich den Kleinen mitgenommen. Ja, weil ich wollte doch endlich mal, dass er auch Abstand von der ganzen Sache gewinnt. Da hatte ich den mitgenommen zu mir nach Hause und ich weiß, es war nicht gut, aber ich würde doch nie meinen Sohn entführen. Ja, aber es ist ja nun mal so, dass sie es schon mal getan haben. Zumindest für eine kurze Zeit, und jetzt ist er wieder verschwunden. Der Auszubildende gibt an, am Morgen gearbeitet zu haben. Die Ermittler lassen sich die Nummer seines Chefs geben, um sein Alibi zu überprüfen. Eckhard Greitner schätzt den Verdächtigen ein. Ein bisschen glaubwürdig ist er schon. Denn das scheint ihn ja doch ordentlich getroffen zu haben. Hm. Lass mich gerade mal, ich gebe es dir mal gerade den Kollegen, ja, dass er das überprüft. Was ist der Stadt der Dinge? Ja, wir haben jetzt den bislang Hauptverdächtigen befragen können. Eigentlich macht er einen recht glaubwürdigen Eindruck. Ist zwar ein bisschen aufgebracht, ein bisschen laut. Ist aber auch verständlich, denn er scheint insgesamt ein bisschen impulsiv zu sein. Aber nicht impulsiv genug vielleicht, um seinen eigenen Sohn zu entführen oder der Mutter zu entziehen. Das Alibi, das er angegeben hat, ist einfach zu überprüfen. Also wenn das steht, dann habe ich keine Bedenken, ihn nach Hause zu schicken. Aber wenn der Chef sich eines anderen erinnert, dann steht er aber dumm da. Okay, Kollege hat angerufen. Er war da. War da? Er war da. Ja, dann. Also, er hat das Kind definitiv nicht weggenommen. Dann können wir nach Hause schicken. Dann schicken wir mal nach Hause, ja. Das Baby ist seit über einer Stunde ohne seine Mutter. Die Kollegen haben den Tatort bereits durchkämmt und einen Hinweis gefunden. Hier rechts die Treppe runter. Finden Sie so schnell den Rücken? Ja. Natürlich. Ja. Sie erfahren. Ja, ich glaube, ich habe hier was Wichtiges. Was ist das? Bei der angegebenen Adresse in der Nähe wurde im Gebüsch dieser Kinderwagen hier gefunden. Milchschwarz, das ist genau, das passt die Beschreibung. Ja, guck mal da. Zudem ist auch noch die Tragetasche. Ja, die gestreifte Baby. Ein großer Hinweis könnte auch noch die Telefonnummer hier sein. Die hier. Eine Telefonnummer? Wo war die? Lag die daneben? Die war in der Seitentasche davon. Okay. Wenn einer ein Kind entführt, dann nimmt er zumindest diese kleine Tasche mit, damit das Kind zumindest versorgt werden kann. Das stimmt. Lass uns mal im Netz gucken. Ja, komm, vielleicht finden wir was dazu. Erstmal vielen, vielen Dank. Vermutlich hat die junge Mutter sich die Telefonnummer notiert. Die Recherchen der Kriminalisten rücken die 17-Jährige in ein ganz anderes Licht. Die hat die Telefonnummer dabei, geht mit dem Kind spazieren. Ob die selber die Schwierigkeiten hat und jetzt irgendeinem anderen, nämlich ihrem Freund, das in die Schuhe spielen möchte? Du, das Kind ist 2 Wochen alt. Eben. Ich meine, das ist ganz frisch. Es gibt, ja. Also, es gibt Frauen, die haben auch Depressionen nach der Schwangerschaft. Ja klar, das ist bekannt. Das nennt man auch postnatale Depression. Ja, und ja, da muss man mal ganz ehrlich sagen, das Mädchen hat vielleicht vor lauter Stress, Überforderung überhaupt keine Zeit, das wahrzunehmen, überhaupt das Kind anzunehmen und war hier einfach verzweifelt und hat es ausgesetzt. Der Fall stellt sich nun völlig anders dar. Es geht jetzt nicht mehr um eine Entführung, sondern darum, dass die Mutter ihr Kind ausgesetzt hat. Wir haben einiges rausgefunden, was darauf hindeutet, dass du uns hier nicht die Wahrheit gesagt hast. Ich sag die Wahrheit. Gut. Was haben Sie mit dieser Beratungsstelle zu tun? Für junge Mütter und Schwangere? Ich hab nichts. Ich sag die Wahrheit. Alina, dein Baby ist 2 Wochen alt. Es gibt Frauen, die leiden an Depressionen danach. Die können das Kind nicht so annehmen, weil das neu ist. Der Körper spielt verrückt. Die Hormone, die sind noch total durcheinander. Und dadurch neigt man vielleicht dazu, einfach aus Verzweiflung, weil man nicht weiß, dass man, oder man kann das Kind nicht annehmen, dass man Dinge tut, die nicht richtig sind. Aber das ist normal, das Verhalten ist normal. Nein, ich sag hier die Wahrheit. Sie lieben doch Ihr Kind als junge Mutter. Ich sag hier die Wahrheit. Alina, schau mal, schau mal. Wirklich, du kannst uns, versuch einfach mal, dich loszulassen, uns die Wahrheit zu sagen. Weil das tue ich doch gar. Du beschuldigst hier deinen Freund, deinen Ex-Freund, den Vater deines Kindes, dass er das Kind entführt hat. Du weißt schon, das ist auch eine Straftat. Aber ich sag doch schon, ich sag wirklich die Wahrheit. Ich kann nicht mehr sagen, ich sag die Wahrheit. Bitte glaub mir doch. Mal Zeit? Ja, nein, für mich? Klar, natürlich. Ja, komm, wir gerade mal mit. Gehst du mit ihr kurz mal? Hat sie nie was zu Ihnen gesagt? Nein, da waren nie Anzeichen davon. Ich bin völlig entsetzt. Vielleicht ist sie auch einfach so enttäuscht, weil ihr Freund nicht für sie da ist. Und dadurch, sie kommt mit der Situation nicht klar. Das mag sein. Ich habe das nicht bemerkt. Okay. Frau Henkel, ich mache mir gerade Vorwürfe da. Alles gut.
Es ist jetzt noch nicht viel passiert. Wir müssen jetzt nur wissen, dass es dem Kind gut geht. Wir würden es jetzt so machen, wir würden ihre Tochter entlassen. Okay. Und wir schauen mal, was sie tut. Und sie bleiben erstmal bei uns. Okay? Ja, natürlich. Natürlich. Ja? Ja. Weil ich denke mal, in ihrer Verfassung jetzt, ich denke mal, sie möchte jetzt zu diesem Kind. Ja? Würden Sie das machen? Bleiben Sie bei uns bitte nochmal. Okay? Die Kripo-Beamten folgen der 17-Jährigen. Die Großmutter des vermissten Säuglings begleitet die Ermittler. Sie soll ihrer Tochter emotionalen Halt geben, falls die Kommissare mit ihrer Vermutung Recht behalten und die Jugendliche ihr eigenes Baby tatsächlich verschwinden ließ. Der Weg führt die Polizisten zu einer Klinik. Mein Baby. Die Babyklappe. Oh Gott, Alina! Oh, Alina. Komm. Was denn da? Was hast du? Mein Baby! Was hast du gemacht? Ich hab mein Kind, die Babyklappe, weil das so immer vor der Frau. Alina, wie kommst du denn, in so eine Situation? Ich war einfach völlig fertig, ich weiß es nicht. Es tut mir einfach so leid. Ich hab dir doch mal meine Hilfe angeboten, Mensch. Ich will einfach mein Kind wieder. Ich will einfach nur mein Kind. Du hast es hier abgegeben. Ja, es tut mir so leid. Oh Gott, was heißt das? Die ganze Geschichte, die du jetzt eben erzählt hast, war alles erfunden. Alles nur erfunden. Ja, es tut mir leid. Ich war einfach total überfordert. Ich weiß nicht, wieso ich das getan habe. So ein bisschen haben wir uns das ja auch gedacht. Was hast du mit dem kleinen Matteo getan? Es tut mir doch so leid. Was hätte ich denn machen sollen? Ich wusste einfach nicht mehr weiter. Na, die Hilfe ihrer Mutter annehmen zum Beispiel. Ja, ich weiß. Ich wusste selber nicht, wieso ich das nicht getan habe. Ich war doch immer für dich da. Ich weiß, ich weiß es doch. Es tut mir einfach so leid. Die Ermittler bitten eine hinzukommende Sozialarbeiterin, den heute abgegebenen Säugling wieder seiner Mutter zu übergeben. Frau Henke, Alina? Wir würden dann gehen und natürlich, wenn Sie noch was von uns hören, ne? Ja. Die junge Mutter wird wegen des Vortäuschens einer Straftat angezeigt. Aufgrund der Ausnahmesituation, in der sich die 17-Jährige befand, wird das Verfahren eingestellt. Sie versöhnt sich wieder mit ihrem Freund und wird von ihm mehr unterstützt.